Hallo und herzlich willkommen bei Bald Sports Tech. Es freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dem letzten Software-Update der aktuellen Uhrengeneration von Garmin ist es nun möglich, die Garmin Messenger-App auf den Sportuhren zu installieren und zu nutzen. Bis jetzt konnte man die App nur mit Hilfe von InReach-Geräten nutzen, um Nachrichten über das Satellitennetzwerk zu versenden, wenn man zum Beispiel in Not war und kein Handynetz hatte. Ich habe das Ganze auf jeden Fall getestet und verrate euch in meinem Video, welche Uhren unterstützt werden, was man alles damit machen kann und was nicht funktioniert und ob das Ganze zur Konkurrenz für WhatsApp und Konsorten werden könnte. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Zuerst mal ganz wichtig, welche Uhren werden unterstützt? Ich habe leider keine offizielle Liste gefunden im Internet. Ich habe für euch selber eine erstellt. Ich hoffe, ich habe keine Uhr vergessen. Im Prinzip wird die aktuelle Uhrengeneration unterstützt. Zusätzlich noch die Forerunner 255 sowie die Forerunner 955. Damit ihr das Ganze nutzen könnt, müsst ihr die App auf eurem Smartphone sowie auf eurer Sportu installieren und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Auf der Uhr haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir zu unseren Aktivitäten, scrollen dann ganz runter, klicken auf Hinzufügen, dann noch einmal ganz runter bis zu dem Punkt Apps, öffnen diesen und finden dann weiter irgendwo den Punkt Messenger, hieß er schon, und schon können wir ihn hinzufügen. Alternativ können wir die App als Übersicht anlegen, dazu scrollen wir ebenfalls ganz runter bis zum Punkt bearbeiten, klicken drauf, gehen wieder auf hinzufügen und finden dann unten bei M, da war schon, den Punkt Messenger und können diesen dann zu unseren Übersichten hinzufügen. Am Smartphone funktioniert das Ganze folgendermaßen. Zuerst sucht ihr im App Store oder im Google Play Store nach der App Garmin Messenger App und installiert sie auf eurem Handy. Als nächstes müsst ihr euch einloggen. Euer Benutzerkonto wird von Garmin Connect übernommen. Habt ihr noch keines, dann müsst ihr euch eines vorher erstellen. Falls ihr die zweistufige Verifizierung aktiviert habt, müsst ihr an dieser Stelle den Sicherheitscode eingeben. Weiters gebt ihr eure Telefonnummer ein, stimmt der Lizenzvereinbarung zu und gebt auf der nächsten Seite den Verifizierungscode ein, den ihr soeben per SMS bekommen habt. Anschließend erteilt der App noch die Berechtigung für Bluetooth-Kontakte und Benachrichtigungen. Und als letzten Schritt fügt ihr noch eure Sportuhr zu Garmin Messenger hinzu. Hat man keine Garmin Uhr, ist das kein Problem. Man kann die App auch nur am Handy verwenden. So, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Falls euch bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal liken. Auf der einen Seite unterstützt ihr mich und auf der anderen Seite verpasst ihr dann auch keine zukünftigen Videos mehr. Ich sage herzlichen Dank und es geht schon weiter. So sieht die App am Smartphone aus, wenn ihr sie das erste Mal startet. Links oben können wir auf das Zahnrad klicken. Hier sehen wir unseren Account. Unter Geräte finden wir alle unsere Geräte, die eben auch den Messenger installiert haben, sowie unser Konto. Ich kann Benachrichtigungen ein- und ausschalten, beziehungsweise Freunde einladen, sehen meine blockierten Adressen und viele Einzelheiten, die ich hier einstellen kann. Hier kommen wir zum Hauptteil. Das ist der Hauptbildschirm, wo ich meine Nachrichten verschicken kann. Ich kann oben Nachrichten durchsuchen, wenn ich zum Beispiel mehrere Chats mit verschiedenen Personen habe. Wenn ich rechts unten auf den kleinen Stift klicke, dann sehe ich in erster Linie mal die Kontakte, die ebenfalls den Messenger installiert haben. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Daily Nerd Alert, an den Sascha, der offenbar auch schon die App installiert hat. Links haben wir dann meine Firmennummer. Wir klicken drauf. Und sagen Chat. Hier können wir eine Nachricht schreiben. Ich schreibe mal Hallo mit einer winkenden Hand und zusätzlich können wir auswählen, ob wir hier den Standort mitsenden wollen oder nicht. Ich sage mal ja und klicke auf Senden. Und wie man sieht, kommt meine Nachricht auch schon auf meinem anderen Handy an. Und hier sieht man, wenn ich draufklicke, dann meine Position. Man sieht, ich kann Textnachrichten und Emojis versenden. Ich kann meinen Standort mitschicken. Was aber nicht geht, sind Sprachnachrichten und Bilder, oder zumindest hätte ich bis jetzt diese Option nicht gefunden. Wie sieht das Ganze nun aus, wenn ich eine Nachricht auf die Uhr bekomme? Das zeige ich euch jetzt. Kürze sollte meine Uhr vibrieren, ja, und da ist auch schon die Nachricht. Das Ganze sieht dann so aus. Ich sehe die Nachricht, ich sehe das Emoji. Und kann auch direkt antworten. Wenn ich hier draufklick, dann wird kurz geladen und dann befinde ich mich auch schon in der Nachrichten-App. Hier habe ich dann die Möglichkeit, vorgefertigte Nachrichten auszuwählen oder alternativ kann ich auf die Tastatur klicken und dann ganz oldschool eine Antwort verfassen. Ich schreibe jetzt einfach Hallo zurück. Ja, das hat jetzt schon ein bisschen gedauert. Lange Nachrichten wird man damit nicht schreiben, aber hier sieht man, das Ganze wird auch schon gesendet und ich habe auch schon mein anderes Handy gehört. Die Nachricht ist auch schon angekommen. Ihr könnt auf Turbo nicht nur antworten, sondern ihr könnt auch direkt eine neue Nachricht verfassen. Dazu wählt ihr eine neue Nachricht aus, dann anschließend einen Kontakt, der eben auch den Messenger installiert hat, geht auf Weiter. Und habt hier, wie gesagt, die wieder die Möglichkeit, die vorgefertigten Antworten zu versenden oder mit der Tastatur wieder eine Nachricht zu schicken. Gar, WhatsApp oder iMessage kann der Dienst aktuell nicht ersetzen. Aber wer weiß, was Garmin vorhat. Vielleicht ist das auch nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was noch kommt. Die Venue 3 hat Lautsprecher und Mikrofon verbaut. Vielleicht kann man in Zukunft ja dann auch Sprachnachrichten hören bzw. versenden. Doll finde ich auf jeden Fall, dass ich den Dienst auch nutzen kann, wenn ich keine Garmin Sporto besitze. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Garmin die nächsten Jahre noch aus dem Hut zaubern wird. Die langen Akkulaufzeiten waren für viele schon Grund genug, die Smartwatch verstorben zu lassen und sich eine Phoenix oder Epix zu holen. Wenn es Garmin jetzt schafft, einen Nachrichtendienst zu etablieren, dann könnte es in Zukunft... Hergehen. Oder was denkt ihr? Könnte sich der Dienst zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für WhatsApp und Konsorten entwickeln? Oder seht ihr da keine Chance? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare, mir würde wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Liebe. Bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.